willkommen zum Montags im Museum at Kuven. Oder besser gesagt, Alaaf am großen Montag, Montags im Museum. Um ein bisschen Karnevalsstimmung mit ins Museum zu bringen, haben wir uns umgeschaut, ob es hier auch närrische Motive gibt. Und tatsächlich sind wir ein bisschen fündig geworden. Nicht ganz, aber immerhin. Es gibt hier im Fliesenzimmer diverse Darstellungen von lustigen Trinkspielen. Das hat ja sicherlich auch was mit Karneval zu tun. Aber auch von einem verkleideten Harlekin. Und damit sind wir eigentlich schon ganz gut im Thema, denn da haben wir noch einiges andere zu bieten. Es gibt eine weitere Fliese mit zwei verkleideten Figuren, die außerdem ein Glas in der Hand halten. Man scheint auch hier also zu feiern. Und das ist die Kombination, die sich im Karneval ja sehr wohl im Rheinland wiederfindet. Lust am Verkleiden und das Feiern. Beim rheinischen Karneval und im Speziellen beim Aachener Karneval geht es aber nicht nur um das reine Feiern. Klar, das macht Spaß. Aber es gibt auch immer einen historischen Kontext. In dem Fall geht der Aachener Karneval in seiner Form zum Beispiel auf die französische Besatzung zurück und einen gewissen Militarismus, der aber in der Form des Aachener Karnevals sehr wohl auf den Arm genommen wird und zum Beispiel mit diesem sehr nachlässigen militärischen Gruß ins Absurde geführt wird. Auch die Uniformen, die sich heute ja noch in den Karnevalskostümen vieler Garden wiederfinden, sind eigentlich eine Persiflage und auch die Büttenreden waren eigentlich Spottreden gegen Politiker oder die herrschenden Schichten und dann natürlich gerade zur napoleonischen Besatzung gegen das herrschende Militär. Wir haben also gesehen, dass der rheinische Karneval, vor allem der Aachener Karneval, durchaus einen historischen Bezug zur französischen Besatzungszeit hat. Es gibt aber natürlich auch den kirchlichen Kontext. Der Fastelovend ist der Abend vor Beginn der Fastenzeit. Und damit wird noch einmal ordentlich über die Stränge geschlagen. Die dritte Komponente, die sicherlich noch eine Rolle spielt, ist der Bezug zur Commedia dell'arte. Diese Komödientheater haben vor allem im 17. Jahrhundert eine große Rolle gespielt und sind vor allem in der Kostümierung heute noch zu finden im Harlekin oder in anderen Figuren. Und es gibt eine Reihe von schönen Porzellanfiguren des 18. Jahrhunderts, die dieses Thema immer wieder aufgreifen. Zum Beispiel hier in unserem Vitrinenschrank finden wir den Allegrino, einen Harlekin, der sehr wohl um die Stränge schlägt, der Gutes und Böses vereint, der Komik und Tragik vereint und der natürlich auch dieses Sinnbild im Karneval, dass man da wirklich alles sagen kann und ganz unverblümt unterwegs sein kann, sehr schön verdeutlicht. Auch wenn man zu einem Karnevalsthema ein bisschen suchen muss im Kuvenmuseum, sowohl die Fliesen als auch die kleine Figur, die nur etwa fingergroß ist, sind nicht so leicht zu entdecken, findet man doch auch hier Bezüge zu diesem rheinischen Brauchtum. In dem Sinne wünsche ich viel Spaß und Alaaf!